Die Oralchirurgie ist ein spezialisiertes Gebiet der Zahnheilkunde, das sich mit der Diagnose und Behandlung von Verletzungen, Erkrankungen und Missbildungen im Mund- und Kieferbereich befasst. Zu den häufigsten oralchirurgischen Verfahren gehören Zahnextraktionen, Weisheitszahnentfernungen, Kieferknochentransplantationen und Implantatoperationen. In diesem Video werden wir die verschiedenen Verfahren der Oralchirurgie genauer betrachten und auch die Genesung nach einer oralchirurgischen Behandlung besprechen. Zahnextraktionen sind einer der häufigsten oralchirurgischen Eingriffe. Eine Zahnextraktion wird durch Gefahr 1/4 HRT, wenn ein Zahn stark beschadigt ist, nicht richtig im Kiefer sitzt oder Platz FA 1/4 R andere ZA nie geschaffen werden muss. Der Eingriff erfolgt in der Regel unter örtlicher Betäubung, manchmal auch unter Sedierung oder Vollnarkose, abhängig von der Komplexität des Falls. Der Chirurg lässt den Zahn vorsichtig aus dem Zahnfach und näht die Wunde anschließend zu. Die Genesung nach einer Zahnextraktion dauert in der Regel einige Tage und beinhaltet das Einhalten von speziellen Anweisungen, wie das Vermeiden von harten Lebensmitteln und das regelmäßige Spa 1/4 LEN mit einer speziellen Lassung. Weisheitszahnentfernungen sind ein weiterer häufiger Eingriff in der Oralchirurgie. Weisheitszähne sind die dritten Backenzähne, die normalerweise zwischen dem 17. und 25. Lebensjahr durchbrechen. Oftmals verursachen Weisheitszähne Probleme, wenn sie nicht genügend Platz im Kiefer haben oder schief wachsen. In solchen Fällen kann eine Weisheitszahnentfernung erforderlich sein. Der Eingriff wird in der Regel unter Vollnarkose durch Gefahr 1/4 HRT und kann je nach Anzahl der zu entfernenden Weisheitszähne sowie deren Lage unterschiedlich lange dauern. Die Genesung nach einer Weisheitszahnentfernung kann einige Tage bis Wochen dauern und beinhaltet häufig Schwellungen, Schmerzen und Einschränkungen beim Essen bestimmter Lebensmittel. Kieferknochentransplantationen sind ein fortgeschrittener oralchirurgischer Eingriff, der durch Gefahr 1/4 HRT wird, um Knochenverlust im Kieferbereich zu korrigieren. Kieferknochenverlust kann durch Zahnverlust, Kieferhallinenser 1/4-Endungen oder Unfalli verursacht werden und kann zu Problemen wie lockeren Zähnen oder Kieferdeformitaten FA 1/4-REN. Bei einer Kieferknochentransplantation wird Knochenmaterial entweder aus dem eigenen Körper des Patienten, einem Spender oder synthetisch entnommen und in den betroffenen Bereich des Kiefers transplantiert. Der Eingriff erfolgt unter Vollnarkose und erfordert in der Regel eine langjährige Genesungszeit. Die Genesung nach einer Kieferknochentransplantation beinhaltet die Einhaltung einer speziellen Diät, die Vermeidung von starkem Kauen und regelmäßige Kontrolluntersuchungen beim Chirurgen. Implantatoperationen sind eine der beliebtesten Behandlungen in der Oralchirurgie, um fehlende Zähne zu ersetzen. Zahnimplantate sind K1/4-ästliche Zahnwurzeln, die in den Kieferknochen eingesetzt werden und als Basis FA1/4-R-Kronen, BRA1/4-Zeken oder Prothesen dienen. Der Eingriff erfolgt in mehreren Schritten und erfordert in der Regel mehrere Besuche beim Chirurgen. Zu einer CHST wird der Zahnimplantat in den Kieferknochen eingesetzt und anschließend muss eine Heilungsphase abgewartet werden, in der sich der Knochen um das Implantat herum regeneriert. Nach Abschluss der Heilungsphase wird der Zahnarzt die Endga-1/4-ältige Restauration, wie eine Krone oder BRA1/4-CKE, auf das Implantat anbringen. Die Genesung nach einer Implantatoperation kann einige Wochen dauern und beinhaltet häufig Schwellungen, Schmerzen und Einschränkungen beim Essen bestimmter Lebensmittel. Insgesamt ist die Genesung nach einer oralchirurgischen Behandlung von verschiedenen Faktoren abhängig, wie der Art des Eingriffs, der Anzahl der betroffenen Zähne, dem Allgemeinzustand des Patienten und der Einhaltung der postoperativen Anweisungen. Es ist wichtig, die Anweisungen des Chirurgen genau zu befolgen, um eine schnelle und effektive Genesung zu gewährleisten. Dazu gehören die Einnahme von verschriebenen Medikamenten, das Einhalten einer speziellen Diät und das regelmäßige Spa 1/4 LEN mit einer antiseptischen Lassung. Darüber 1/4 BER hinaus ist eine gute Mundhygiene entscheidend, um Infektionen zu vermeiden und den Heilungsprozess zu unterstützen 1/4 10. Insgesamt ist die Oralchirurgie ein wichtiger Bestandteil der Zahnmedizin, der bei der Diagnose und Behandlung von Komplikationen im Mund- und Kieferbereich hilft. Durch das Versteinnis der verschiedenen Verfahren und der Genesung nach einer oralchirurgischen Behandlung kann den Patienten die Behandlung besser bewältigen und eine schnellere Genesung erreichen.
Es ist wichtig, sich vor einer oralchirurgischen Behandlung GAA ein Viertel endlich zu informieren und alle Fragen mit dem Chirurgen zu klären, um die bestmögliche Behandlung zu erhalten.